Gesellschaft bekommen, eine kräftige Unterstützung jetzt hier im Ring. Und für unsere Gäste aus Deutschland möchte ich nun auch auf Schriftdeutsch wechseln, damit auch unsere Gäste mich gut verstehen können. Nun wird es auskommen, ob meine Ergänzungen vom Programm des heutigen Abends korrekt ausgeführt sind. Ansonsten wird es mir dann an Spontanität nicht fehlen, um die einzelnen Boxer bzw. Boxerinnen, wobei ich bei den Boxerinnen die beiden Namen bereits auswendig kenne, damit ich dann das richtig ansagen kann. Dennoch notiert der erste Name. Ich hoffe, dass ich das korrekt ausspreche. Bitte entschuldigen Sie mich, wenn ich das nicht tue. Das wäre Feichulahu. Der Box gegen Bardan Feyes. Er ist wieder zurückgetreten auf diese Seite. Danke. Dann fällt es mir natürlich etwas leichter, das ist ganz gut verständlich, dass ich den zweiten Kampf etwas besser ansagen kann. Die Zunge läuft da etwas runter. Das ist nämlich der Florian Walter gegen Markus Müller. Ich sehe, dass auch Sie sich noch am Vorbereiten sind, deswegen haben wir auch diese Verspätung gehabt. Oder gibt es da eine Änderung? Ach, Donald, s'il te plaît, du dis. Agent, pas bien. Alors, c'est le combat. Et on applaudit très fort. Ein Applaus also für ihn erwähnte Markus Müller. Ersetzen, das war jetzt eben so ein Fall, wie ich ihn vorher geschildert habe, wo dann kurzfristig die Änderungen noch stattfinden. Wir gehen aber dann weiter. Ich habe hier auf meinem Programm, und jetzt hoffe ich, dass es stimmt, der Angelo Griesti gegen Valdet Urati. Könnten wir nach dem Thai-Box-Kampf zum ersten traditionellen Boxkampf. Ich habe auf meiner Liste den Tom Gotti gegen Makrin Krabici. Und ich gebe den Ring frei, es kommt noch eine Information vom Reto. Thank you.
Das Urteil von dem ersten Kampf hat er auch gesehen, sagen Sie noch einmal, ist das offizielle Urteil. Sieger durch Abbruch in der ersten Runde, Özlem. Čekaj, ja. Koji je kupi, kupi, drago je. Čekaj, čekaj, čekaj.